Freunde, wisst ihr, was mich richtig aufregt? Das muss ich jetzt wirklich mal loswerden. Was mich richtig aufregt, sind Geschäftsleute, die an verzweifelten Menschen Geld verdienen wollen. Ja, die sehen, oh, da hat jemand Haarausfall und dann versuchen, dem irgendwelche Produkte zu verkaufen, die nicht funktionieren. Freunde, in jedem Video von mir steckt sehr viel Arbeit, denn ich möchte euch nur den besten Content überhaupt präsentieren. Daher würde ich euch bitten, einmal, dass ihr hier unter dem Video auf den Like-Button klickt und mich so unterstützt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man den Menschen Produkte verkauft, die wirklich einen Mehrwert stiften, die dem Haarausfallleidenden helfen. Ja, aber wenn da jemand hingeht und einen völligen Bullshit verkauft, was gar nicht helfen kann, da rege ich mich auf drüber. Oder wenn jemand hingeht und an haarausfallleidenden Menschen versucht, irgendwelche Therapieformen zu verkaufen, die auch noch wehtun, aber die nicht funktionieren. Da könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Oder auch einfach, wenn man die Zeit von haarausfallleidenden Menschen zum Beispiel verschwendet. Und eine dieser Dinge, die mir immer wieder auffallen, sind, dass wenn man zum Hautarzt geht wegen Haarausfall, dass der einem erstmal Blut abnimmt, um die Ursache für den Haarausfall herauszufinden. Und da könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Die Ursache für den Haarausfall, vor allem für den erblich bedingten Haarausfall, ist ganz klar. Ja, es ist die Genetik. Es gibt dafür kein, ich habe zu viel davon oder zu wenig davon gegessen oder ich habe zu viel Stress oder was auch immer. Es ist rein die Genetik. So, aber jetzt geht trotzdem ein Hautarzt hin und sagt, wir nehmen dir erst ein Blut ab, um herauszufinden, wo dein Testosteron und dein Dihydrotestosteron ist. Was absoluter Bullshit ist, Freunde. Nicht das Dihydrotestosteron löst den Haarausfall aus und erst recht nicht das Testosteron. Beides löst keinen Haarausfall aus. Woran kann man das ganz einfach erkennen? Kennt ihr den Bodybuilder Jay Cutler zum Beispiel? War mehrfacher Mr. Olympia. Schaut euch mal seine Haare an. Er hat noch volle Haare auf dem Kopf. Und ihr könnt euch sicher sein, er hat in seiner aktiven Zeit das Tausendfache an Dihydrotestosteron im Körper gehabt, was der Otto-Normalbürger hat. Er hat ganz sicher das Tausendfache an Testosteron im Blut rumfließen gehabt, als das, was der normale Mensch hat. Trotzdem hat er volle Haare auf dem Kopf. Und dann kommt jetzt jemand daher und sagt, wir messen mal dein Dihydrotestosteron und dein Testosteron, um herauszufinden, ob du an Haarausfall leidest. Absoluter Bullshit, Leute. Die Genetik ist ausschlaggebend. Und was genau an der Genetik? Es geht darum, wie sensibel reagiert der Androgenrezeptor an den Haarwurzeln auf das Hormon Dihydrotestosteron. Okay? Und es geht nicht nur darum, wie sensibel reagiert er auf das Dihydrotestosteron in Sachen allgemein, sorry, allgemein, ja. Es geht wirklich nur darum, wie reagiert der Androgenrezeptor an der Haarwurzel auf das Hormon Dihydrotestosteron in Bezug auf den Haarausfall? Ja? Wir wollen ja, dass der Androgenrezeptor sensibel ist. Das führt dazu, dass man aggressiver ist, fokussierter ist, sich besser durchsetzen kann. Ja, umso sensibler der Androgenrezeptor in Bezug auf diese Attribute, umso besser. Aber umso sensibler der Androgenrezeptor in Bezug auf den Haarausfall, umso schlechter, weil umso schneller und stärker kriegen wir Haarausfall. Und das kann man mit keinem Blutbild der Welt messen. Gibt es nicht. Ja, gibt es nicht. Das kannst du nicht mit einem Blutbild darstellen. Du brauchst das Dihydrotestosteron nicht zu messen. Denn Dihydrotestosteron kann 10-mal so hoch sein wie beim Durchschnittsmenschen, ja, wie die Norm. Trotzdem wirst du keinen Haarausfall haben, wenn du keine genetische Veranlagung dafür hast. Du kannst einen niedrigen Dihydrotestosteronspiegel haben, aber dein Androgenrezeptor kann in Bezug auf den Haarausfall so sensibel sein, auf Androgene, sodass du auch mit einem geringen Dihydrotestosteronspiegel einen Haarausfall leidest. Daher ist das absolut irrelevant, wo dein Dihydrotestosteron steht. Es ist absolut irrelevant, wo dein Testosteron steht. Es ist nur wichtig, ich wiederhole es, wie sensibel der Androgenrezeptor an der Haarwurzel auf das Hormon Dihydrotestosteron in Bezug auf den Haarausfall. Dieser Satz ist wieder so lang, dass ich wieder vergessen habe, was ich am Anfang gesprochen habe, aber ich glaube, da muss noch ein Ist hin. Alles andere ist irrelevant. Das heißt, ein Blutbild zu machen, um die Ursache für den Haarausfall herauszufinden, ist nicht nur Geldverschwendung, ja, sondern auch Zeitverschwendung. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel eine Frau Haarausfall hat, dann ist das bei ihr nicht in der Regel immer unbedingt erblich bedingter Haarausfall. Da kann man dann schauen, ist es vielleicht die Schilddrüse?
hat sie vielleicht schon zu wenig Eisen oder irgendwas anderes? Ja, da kann man wirklich den Ursachen nachgehen. Aber wenn ein junger Mann vor mir sitzt, der Geheimratsecken hat, dann brauche ich das nicht zu machen. Wenn ein junger Mann vor mir sitzt, der eine Tonsur hat, dann brauche ich das nicht zu machen. Wenn ein junger Mann vor mir sitzt, der oben so eine Lichtung hat und an den Seiten und hinten noch dichte Haare hat, dann brauche ich weder sein Geld noch seine Zeit zu verschwenden, weil dann weiß ich, das ist erblich bedingter Haarausfall. Und dann kann man ihm Minoxidil geben oder ein Finasterid geben, das den Dihydrotestosteronspiegel senkt. Damit ist ihm dann geholfen. Aber ein Blutbild zu machen, ist, wie gesagt, nur Zeit- und Geldverschwendung. An dieser Stelle, vielleicht denkt der ein oder andere sich jetzt, hä, aber Finasterid senkt ja den Dihydrotestosteronspiegel, dann hat er ja wieder weniger Haarausfall. Und das ist auch richtig. Ich hatte gesagt, es ist absolut irrelevant, wie hoch oder wie niedrig der Dihydrotestosteronspiegel ist. Aber es ist nicht irrelevant, inwieweit ich das Dihydrotestosteron verringern kann, zum Beispiel mit Finasterid, um einen Haarausfall zu verhindern, weil, wie gesagt, der Androgenrezeptor an der Haarwurzel hat eine bestimmte Sensibilität gegen das Hormon Dihydrotestosteron, und wenn ich da jetzt mit einem Finasterid reingehe, dann kommt einfach weniger Dihydrotestosteron am Androgenrezeptor dran. Und jetzt gibt es ja auch den Fall, dass Finasterid irgendwann nicht mehr richtig wirkt. Woran liegt das? Der Androgenrezeptor wird mit der Zeit immer sensibler und immer sensibler. Und dann reicht auch die geringe Menge der Dihydrotestosteron aus, um wieder für Haarausfall zu sorgen. Weil das ist ein Prozess, der dauert über mehrere Jahre hinweg und passiert nicht bei jedem. Deswegen muss man das jetzt nicht unbedingt mit einberechnen. Was auch natürlich schädlich ist, ist, wenn man den Dihydrotestosteronspiegel erhöht, indem man zum Beispiel sich irgendwelche Hormone noch zusätzlich spritzt, ja, wie zum Beispiel Bodybuilder, die sich Testosteron spritzen, dann wird der Haarausfall auch verstärkt, wenn du eine Veranlagung dafür hast. Aber wenn du jetzt überhaupt gar keine Veranlagung dafür hast, Beispiel Jay Cutler, dann kannst du dir so viel exogene Hormone zufügen, wie du willst. Du wirst trotzdem an keinem Haarausfall leiden. So, ich hoffe, ich konnte ein für alle Mal etwas Licht ins Dunkle bringen bezüglich dieses Themas. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.